Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wir schauen uns heute das Video an. 250 Euro im Monat. Das 0815 Dividendendepot feiert dritten Geburtstag. Das wollte ich mir mit euch heute angucken. 250 Euro sollte doch jeder investieren können. Und was hat so ein 250 Euro Depot in 3 Jahren erwirtschaftet? Das ist doch mal wieder richtig interessant. Schauen wir uns das an. So und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. In diesem Video werden wir ein Dividendendepot aufbauen und das gerade mal mit 250 Euro im Monat. Vor ziemlich genau 3 Jahren bin ich mit meinem... Sehr cool. Aha, ich dachte schon, hä, aufbauen, das ist schon 3 Jahre alt. Das war nochmal ein Rückblick, sehr cool. 0815 Dividendenstrategie-Depot gestartet. Das heißt, ich habe die letzten 36 Monate jeden Monat 250 Euro in 0815 Dividendenwerte investiert. Und okay, schreib mal rein, hast du auch schon so lange investiert? 250 Euro dürftest du doch auch schaffen, oder? Was erreicht man mit 250 Euro im Monat? Klar, man wird kein Millionär. Es werden höchstwahrscheinlich auch keine 100.000 Euro sein oder so. Aber was in 3 Jahren und was ist es dann in 10 Jahren zum Beispiel, wenn du das jetzt hochrechnen würdest? Sehr interessant. Nun zum dritten Geburtstag ist es an der Zeit, mal zu schauen, was aus so einem 250 Euro pro Monat Sparplan alles werden kann. Und wir befinden uns hier auch direkt im Depot und du siehst hier direkt das Ergebnis der letzten 3 Jahre. Und zwar der Depotwert beläuft sich inzwischen auf über 11.000 Euro und der Kaufwert ist gerade mal bei 8.581 Euro. Das heißt, ich bin bei gut 2.400 Euro im Plus oder around. Ja, geht doch, oder? Bei 250 Euro im Monat? Ja. Und about 28%. Und wenn wir uns die Werte anschauen, dann springt natürlich ein Wert direkt ins Auge. Es gibt einen Verdoppler. Es gibt ein Unternehmen, das hat über 100% zugelegt, und zwar die Apple-Aktie hier mit einem Wert aktuell von 2.100 Euro. Und das ist natürlich cool. Oder 111% im Plus. Das ist natürlich wirklich ein starkes Stück über Sparpläne und das über gerade mal 3 Jahre. Das ist wirklich eine unfassbar bombastische Entwicklung. Dann haben wir hier auch noch Microsoft relativ kurz dahinter mit nur 83%. Aber es ist trotzdem cool. Aber gut. Es gibt hier auch noch andere Werte, die sich sehr gut entwickelt haben, die jetzt vielleicht nicht gleich ins Auge fallen, aber zum Beispiel eine Procter & Gamble Aktie ist eine sehr langweilige Aktie, riesiger Konsumgüterhersteller, zum Beispiel von Hersteller von Pampers, mit auch knapp 33%, ist ebenfalls eine sehr ordentliche Entwicklung. Wer meine Videos über die letzten Jahre verfolgt hat, ich habe ja jeden Monat dazu ein Update gemacht, ich habe ja jeden Monat erklärt, was ich gemacht habe und so weiter. Der weiß, dass das noch nicht immer so ist, sondern dass das sich über die letzten Monate und Jahre durchaus ein bisschen verändert hat. Und zwar lange war es so, dass zum Beispiel die Starbucks-Aktie sehr weit vorne war. Die ist jetzt nur noch 8,5% im Plus. Ich glaube, so Mitte des letzten Jahres oder so hat die ihren Höhenflug erstmal beendet gehabt. Und da haben dann so die Werte Apple und Microsoft richtig angezogen und haben dann hier, ja, dass das jetzt die Spitzenreiter sind. Allerdings sind das ja nicht alle Werte, die ich hier im Depot habe, sondern man sieht schon hier hinten 5 weitere Werte, die ebenfalls 1.800 Euro zusammen ausmachen. Ich bin nicht, oder viele Werte, die ich hier heute in diesem Depot habe, sind nicht die Werte, mit denen ich vor 3 Jahren gestartet bin, und was sich da verändert hat, gucken wir uns jetzt in einem anderen Tool mal an. Und zwar sind wir hier bei Portfolio Performance drin, und das, was wir hier sehen, ist erstmal die Entwicklung des Vermögens über die 3 Jahre. Also klar, es ging in diesem Depot natürlich darum, 0815 Dividendenstrategie-Depot, dass man ein Depot aufbaut, wo man immer mehr Dividenden kassiert. Von Monat zu Monat oder von Quartal zu Quartal immer weiter steigende Dividenden kassiert, ist der Gedanke. Aber es geht natürlich nicht nur darum, Dividenden zu kassieren, sondern auch nebenbei ein Vermögen aufzubauen und anfangen, irgendwie ja, am Vermögensaufbau zu arbeiten. Und das ist letztendlich das, was wir hier erstmal sehen, die Vermögensentwicklung über die letzten 3 Jahre, vom August 2017 bis August 2020. Und ja, wir sehen hier letztendlich... Ja, ach, ich muss jetzt hier mal rübergehen. Ihr seht ja überhaupt nicht. Okay, aber es ist schon ein Verlauf, ne? Es sieht toll aus. Endlich eine wunderschöne Entwicklung, quasi... steil nach oben. Okay, es gab hier im Ende 2018 gab es mal eine gewisse Stagnation, aber der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, da gab es auch schon mal Probleme, dass die Weltwirtschaft so ein bisschen einen Knick erlebt und wir hatten durchaus so eine kleine Korrektur, könnte man sagen.
fällt jetzt hier gar nicht so besonders auf. Was? Stimmt, aber das war schon so ein bisschen so, kurz vorm Beben war das so ein bisschen. Das war schon ein bisschen kribbeliger an der Börse. Allerdings natürlich auffällt, ist der Corona-Crash. Hier haben wir, der Depotwert belief sich auf Mitte Februar auf über 11.700 Euro und ist dann runter auf 7.400 Euro. Das heißt, in gut 3.000 Euro innerhalb von einem Monat ist das Depot gesunken, aber inzwischen ist es wieder auf einem neuen All-Time High. Ich habe natürlich auch. Aber du siehst natürlich, wie Aktienmärkte erholen sich. Das war jetzt extrem schnell, die Erholung. Ist nicht normal. Ne? Normalerweise hätte man gedacht, vielleicht in 2 Jahren erholt sich dann der Aktienmarkt wieder oder so. Dass es so schnell geht, hätte jetzt keiner gedacht. Und ich habe im Crash echt gut zugekauft. Aber auf lange Sicht, hey, immer positiv. Also, na klar. Und ich habe sogar einen Totalausfall, eigentlich 2 fast. Auch brav weitergekauft hier. Und wir sehen jetzt, dass es der Depotwert wieder bei ein bisschen was über 11.000 Euro angekommen ist. Aber hier, das sieht man natürlich in diesem Depot, auch in der Vermögensentwicklung, was sich da getan hat. So, jetzt kommen wir aber zu den einzelnen Unternehmen. Klar, Apple, Microsoft sind die größten Positionen. Apple hier mit knapp 19% im Depot und Microsoft ebenfalls mit 16,45%. Also die machen zusammen gut 35% des Depots aus. Ist natürlich unfassbar viel. Aber ich habe schon angesprochen, ich bin oder heute bespare ich noch andere Werte als die, mit denen ich gestartet bin. Und zwar, ich bespare heute 3 zusätzliche Werte, und zwar Broadcom, Mastercard und Nike. Das sieht man hier, das sind 3 etwas kleinere Positionen. Die machen immer so alle ein bisschen über 3% im Depot aus, weil 3 Werte sind aus dem Sparplan rausgefallen, und zwar AT&T, General Electric und Airbus. AT&T, ich habe jetzt erst vor kurzem nachgekauft, hätte jetzt heute sogar noch nachgekauft, aber innerhalb der letzten Woche ist es irgendwie 7% nach oben gegangen, die Aktie. Ja, warum? Davon habe ich auch GE, also General Electric und Airbus, verkauft, und den Erlös, den ich aus diesen Verkäufen erzielt habe, habe ich dann einmalig in die Broadcom, Mastercard und Nike Aktien reinvestiert, sag ich mal. Und das ist auch der Grund, warum die hier... Das ist voll interessant, oder? Das ist echt cool. Dritte Geburtstag, mal gucken, wie das so nach 3 Jahren aussieht, so ein Depot. Von null jeden Monat 250 Euro reingesteckt, ja. Ein kleines bisschen kleiner gewichtet sind, und das ist auch der Grund, warum bei dem Kaufwert ein kleines bisschen anderer Wert dasteht, einfach weil ich hier was gekauft habe und dann wieder was, weil ich wieder was verkauft habe und dann davon auch wieder gekauft habe. Dazu kommt noch ein Wert, den ich nicht einzeln jetzt Monat für Monat bespart habe, der aber auch in diesem Depot drin ist, und zwar ist das die Vonovia. Die habe ich auch so, ich glaube vor gute 3 Jahren habe ich die Aktien gekauft, und zwar für damals 300 Euro. Die sind jetzt allerdings ein bisschen was über 460 Euro, 480 Euro wert. Das heißt, die haben sich auch wirklich sehr, sehr ordentlich entwickelt. Also, was ich sagen will, ich habe in diesen 3 Jahren durchaus 2 Verkäufe durchgeführt und habe insgesamt 3 Werte ausgetauscht aus diesem Sparplan. Das heißt, jetzt aktuell bespare ich noch Nike, Mastercard, Broadcom, Altria, Johnson & Johnson, McDonald's, Starbucks, Procter & Gamble, Microsoft und Apple. Die Performance über die 3 Jahre kann sich absolut sehen lassen, ist wirklich bombastisch. Und zwar, wir haben einen internen Zinsfuß von ein bisschen was über 13%. Und ja. Ja, cool. Also im letzten Jahr hat dieses Depot eine Performance gehabt von 42,3%. Innerhalb von 12 Monaten. Und selbst in diesem Jahr ist dieses Depot nur 1,9% im Minus, wo wir ja doch gerade eine etwas größere Krise auf der Welt haben, ist dieses Depot nur 1,9% im Minus. Also wirklich eine bombastische Entwicklung. Kommen wir hier mal zum Diagramm und schauen uns das Ganze an. Wie hat sich das Depot entwickelt? Wir haben ganz am Anfang, ging es natürlich nicht so gut. Also ganz am Anfang ist das Depot wirklich den Vergleichsindizes, insbesondere dem MSCI World, sehr weit hinterhergelaufen. Das lag natürlich daran, dass ich viele Verliereraktien im Depot hatte, also natürlich eine AT&T, eine General Electric, die ich sehr trotzdem konsequent am Anfang weiter bespart habe, bis ich sie irgendwann aus dem Sparplan entfernt habe, und da hing das schon deutlich hinterher. Also das, was wir in grün sehen, ist dieses Depot, das 0815 Dividendenstrategie-Depot, das in braun ist der MSCI World und in rot ist der S&P 500, und das, was wir in blau sehen, ist der DAX, aber den können wir mal vergessen. Also der DAX hat über diese 3 Jahre eine Performance von minus 5% hingelegt. Von daher
vergessen wir mal den DAX, aber gerade der MSCI World und der S&P 500 sind natürlich relevant, aber da sehen wir, nachdem es am Anfang relativ weit hinterherhing, hat sich jetzt doch sehr, sehr gut entwickelt und wir reden jetzt hier zum Stichtag 5.8. immerhin von einer Performance von gut 39,3% gegenüber dem MSCI World von 22%. Aber brauche ich mich gar nicht rühmen oder sowas, sondern das liegt einfach natürlich insbesondere an zwei Werten, und zwar an der Apple und an der Microsoft-Aktie, weil es gibt genauso Verliereraktien, beziehungsweise gab drei größere Verlierer, vielleicht könnte man auch sagen vier Verlierer in diesem Depot, und zwei Werte haben das aber so richtig nach oben rausgerissen, und das ist auch eine schöne Sache an der Börse. Okay, du kannst, wenn du Verliereraktien hast, die können maximal 100% verlieren, aber Gewinneraktien können halt nicht nur 100% steigen, sogar noch mehr. Wir sehen es. Das ist eine coole Ansicht. Das ist eine coole Ansicht. Stimmt, hat er recht. Bei Apple, das ist schon um über 100% nach oben ging. Aber was wir gleichzeitig auch feststellen müssen, ist, dass die Fokussierung ausschließlich auf die Dividende ist nicht unbedingt das beste Kriterium. Und zwar, wenn ich mir diese Werte jetzt mal ganz nüchtern angucke, muss ich konstatieren, dass insbesondere die Werte, die eine hohe Dividendenrendite haben, eher schlecht performt haben. Also was sind hier mit Ausnahme von GE und Airbus, die ich bereits verkauft habe, deswegen hat man hier auch einen Marktwert von 0 und so weiter stehen. Die anderen beiden Werte, die ich lange bespart habe oder sogar noch bespare, die am schlechtesten performt haben in dem Zeitraum, sind Altria und AT&T. Das sind die Werte mit den höchsten Dividendenrenditen gewesen, wohingegen eine Microsoft und eine Apple, die haben, glaube ich, eine Dividendenrendite von 0,9 und 0,7 oder sowas, sind die, die mit großem Abstand ja am besten performt haben. Allerdings gibt es natürlich auch die Vonovia, die hat, glaube ich, 3% Dividendenrendite, die hat auch eine Performance von immerhin 74%. Hammer. Das ist ja auch ganz ordentlich. Mal gucken, die Vonovia habe ich gekauft am 1. September 2017, von daher auch eine sehr ordentliche Performance. Aber was ich sagen möchte, nicht ausschließlich auf die Dividende achten, sondern ja, gerade eine hohe Dividendenrendite könnte auch eher ein Warnzeichen sein. Und das sieht man hier einfach über die 3 Jahre. Altria und AT&T sind nun mal die Werte, die nicht besonders ordentlich performt haben. Aber dafür haben die natürlich auch eine Menge Dividende ausgeschüttet hier. Altria hat 77 Euro Dividende ausgeschüttet, wogegen jetzt zum Beispiel eine Apple nur 20 Euro ausgeschüttet hat. Ah, okay. Aber gut, sei es drum. Es geht ja nicht nur um die Kursgewinne, die man hier mit den einzelnen Aktien erzielt, sondern 0815 Dividendenstrategie-Depot. Was war der Gedanke dahinter? Natürlich Vermögensaufbau, aber natürlich auch langfristig von steigenden Dividenden zu profitieren, sodass man sich langfristig so ein Zusatzeinkommen damit aufbauen kann. Und das nur mit gerade mal 250 Euro pro Monat. Und zwar, das sehen wir hier. Das ist die Entwicklung der Dividenden, also der Ausschüttungen der Unternehmen, die wirklich auf dem Konto hier angekommen sind über die letzten 3 Jahre. 2017 gab es noch nicht so besonders viel, da haben wir gerade erst angefangen, sind 4,80 Euro gewesen. 2018 gab es dann schon 75 Euro, 2019 153 Euro und jetzt sind wir schon bei knapp 120 Euro und es sind ja quasi noch 5 Monate, also August, September, Oktober, November, Dezember, 5 Monate. Und ich habe geguckt, wir müssten so bei, also wenn die Unternehmen jetzt nichts kürzen oder sowas, was nicht ausgeschlossen ist, wir befinden uns gerade in einer wirklich größeren Krise, muss man sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir bei deutlich über 200 Euro, so Richtung 210 Euro, könnten wir schon landen. Und dann wäre das auch nochmal ein richtig ordentlicher Sprung wieder nach oben. Und das heißt, wenn wir uns das mal auf die Monate runterbrechen, wie viel gibt es denn jetzt so pro Monat? Machen wir es doch mal ganz konkret, wie viel kommt pro Monat bei rum, nachdem man jetzt 3 Jahre 250 Euro pro Monat investiert hat. Und es ist jetzt, der letzte Monat, der Juli, war Rekordmonat. Interessant wäre auch noch gewesen, hätte er gesagt, hier jedes Jahr 10 Euro mehr. Oder 10% mehr, dann wäre halt 25 Euro im ersten Jahr und so, damit er dann halt noch eine Sparsteigerung reingehauen hätte. Das wäre noch interessant gewesen, aber okay. Mit 26 Euro und 17 Cent, was netto angekommen ist. Allerdings liegt das an der Vonovia. Die Vonovia ist ein deutsches Unternehmen, schüttet nur einmal pro Jahr aus und deswegen ist das hier so ein kleines bisschen verzerrt. Eher die Werte davor sind repräsentativer. Das heißt, hier haben wir einmal 18,71 Euro und 18,88 Euro. Und da das immer so ein kleines bisschen steigt, kann man sagen, dass zum heutigen Stand nach 3 Jahren sind so roundabout 20 Euro, was pro Monat an Dividende bei rumkommt. Also wenn man jetzt aufhören würde, würde man so wahrscheinlich um die 240 Euro pro Monat an Dividende bekommen. Also
Ist doch cool, oder? Ist doch schon mal ein Anfang, ja? Es macht Spaß. Dividenden sind cool. Vielleicht rund mal auf 250 Euro pro Monat. Man könnte jetzt quasi nach 3 Jahren von den Dividenden, die man innerhalb eines Jahres bekommt, einmal im Jahr den Sparplan ausführen. Das heißt, man müsste eigentlich nur noch 11-mal im Jahr 250 Euro investieren. Aber gut, das ist so ein bisschen der Gedanke. Natürlich, es geht einmal um den Vermögensaufbau und um das ja, passive Einkommen, von dem man immer so gern spricht. Also einfach von einem langfristig steigenden Zusatzeinkommen vielleicht zu profitieren. Und das ist, denke ich, doch ein. Das zeigt einfach, es ist möglich. Auch mit nur 250 Euro kann man sich durchaus nebenbei was aufbauen. Und ich meine, 20 Euro im Monat haben oder nicht haben, ist gerade, wenn man gerade mal mit 250 Euro anfängt, denke ich doch, alles in allem ganz in Ordnung. Also ich finde das Ergebnis sehr gut sogar, ne? Dafür, dass es einfach wirklich Standardwerte sind, einfach reingepackt, ja, einmal ein bisschen umstrukturiert und so, ja. Wie dem auch sei, ich denke, es ist ein spannendes Experiment und ich werde das Experiment natürlich weiter durchführen und regelmäßig davon berichten. Ich bin gespannt, wo dieses Depot stehen wird in 2 Jahren, vielleicht in 3 Jahren oder vielleicht erst in 7 Jahren, wenn ich 10 Jahre lang dieses Experiment durchgeführt habe. Aber das ist noch viele Jahre in der Zukunft und wer weiß, was bis dahin dann alles noch passieren wird. So, das Video ist Ende. Mir hat es sehr gut gefallen. Ja, wenn dir das Video auch gefallen hat, abonniere einfach meinen Kanal. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksackunternehmer. Und ja, ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Schau dir die auch an. Und wir sehen uns. Ciao.